Seele, Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Butowski. So, Herz, Seele, Ball. Heute mal aus der zweiten Liga. Bin mal wieder auf einer Baustelle. Ihr seht es, das ist Darmstadt, das ist das Böllenfalltor. War hier viele, viele Jahre nicht mehr gewesen. Und die bauen komplett um hier. In das alte Stadion wird sozusagen ein neues integriert. Hab hier bittere Stunden mit dem FC Schalke 04 verbringen müssen. Ihr habt Schalke nämlich in Zweitliga-Zeiten und auch in Erstliga-Zeiten gerne mal verloren. Wird, glaube ich, ein spannendes Spiel. Darmstadt gegen Sandhausen. Sowas wie ein Spitzenspiel, komischerweise, in der zweiten Liga. Darmstadt will in die erste Liga. Sandhausen hat von den letzten 10 Spielen nur eins verloren. Werd euch hinterher ein bisschen was erzählen, wie es hier war. In diesem, ich glaube, das wird ein richtig schönes Stadion. Dann zeige ich euch heute die perfekte Fußballbraut. Das soll nicht chauvinistisch wirken, ist es auch nicht. Und beim DFB gibt es ein neues Präsidium. Will jetzt gerade gar nicht alles aufzählen, wer, wieso, warum. Ich rufe den Herrn und der Dame zu, eine Vizepräsidentin, eine Professorin. Macht's besser, das wäre schön. Alles neu beim DFB. Das wäre doch was. Also, gleich die Fußballbraut. Und vorher kommt was ganz Schlimmes, auch noch nicht erlebt, hier bei Herz, Seele, Ball. Denn die Kollegen vom Sportradio Deutschland erlauben sich Späße mit mir. Yves, ein junger, dynamischer Co-Moderator von mir, oder auch gleichberechtigt, Quatsch, Co-Moderator, der hat mir heute ein Video geschickt, das haben die Kollegen vom Sportradio gezaubert. Und es ist Gesang. Und mein Bild ist sehr alt, das von Yves nicht so sehr. Nach der kleinen Gesangseinlage melde ich mich dann und wie gesagt, Fußballbraut, ein bisschen Hintergrund über dieses Spiel und wie es weitergeht an diesem Wochenende. Nach Augsburg muss ich ja jetzt nicht mehr. Hey, the time of my life. No, I never felt this way before. Never felt yes, this I swear. Way. It's a truth, and I hope it's all for you. Oh, time of my life. So, das Spiel ist zu Ende. 1:1. Viel Betrieb in Darmstadt. Es gibt ein bisschen Stau, das ist immer so nach Fußballspielen, wenn 11.000 wieder dabei sind. Viele, ich gerade nicht ein bisschen, Taxifahrer sagt viel zu viel. War ein gutes Spiel, hab Spaß gehabt und Sandhausen hat verdient diesen Punkt mitgenommen. Ich hatte versprochen, Hansa Rostock, muss ich sagen, auch wieder gewonnen zu Hause, also den Schalker Sieg veredelt. Und was mir heute gut gefallen hat, Kutucu, ein richtiger Schalker Junge, hat für Sandhausen den Ausgleich geschossen. Von der Bismarckstraße kommt er. Sagt jetzt nicht jedem was. Das ist die Gelsenkirchen in Bismarck. Und genauso hat er gesprochen und genauso war das Interview. War es technisch schwierig, den Ball reinzuhauen? Nee, das war es nicht. Hab ihn einfach reingehauen. So laufen Interviews am allerbesten. Und dann auf der Tribüne gesehen, ich habe es angekündigt, das ist die Fußballfee schlechthin. Eine solche Frau wünschen sich Millionen von Fußballfans, die so das Bier transportieren kann. Ist das großartig, dieses Foto? Das kann man ausschneiden und sich auf den Nachttisch stellen. Fabelhaft. So, und dann habe ich noch von den Kollegen von SWR 3 das hier zugespielt bekommen. Also als Schalke hat man ja immer zu leiden. Ein Panini-Album soll es geben, nur und ausschließlich für Schalke-Trainer. Ja, das würde voll werden. Das stimmt, wenn ich so darüber nachdenke. Jetzt habt ihr den kleinen Einstiegsfilm gehabt, jetzt habt ihr ein paar Fotos gesehen, ihr habt dieses wunderbare Duett gehört und das soll es dann auch für heute gewesen sein. Morgen früh bin ich dann wieder unterwegs, das Spiel in Augsburg fällt ja leider aus und ich mache mich dann gleich auf den Weg nach Ingolstadt, um Schalke zu begleiten gegen Ingolstadt, Tabellenletzten. Das wird lustig. Wir sehen uns wieder, wenn alles gut geht, um Himmels Willen, erstaunlicherweise morgen. Grüße. Uli war übrigens mal Nummer 1 in der Hitparade. Eigentlich können Sie jetzt abschalten.